Dann kam ein Erstband raus von No Six. Und ja, ich war sehr gespannt und ich wurde nicht enttäuscht. Also der hat mir echt gut gefallen, auch wenn der wieder sehr dünn war. Ja, die Geschichte hat mir wirklich sehr gefallen. Also um diese Stadt da und ja. Auch der Zeichenstil war ganz nett. Jetzt nicht so herausragendes, aber ja, doch sehr hübsch. Und ja, natürlich sind da auch noch so viele ungeklärte Fragen und auf der letzten Seite, wo dann schon stand, was im nächsten Band passiert, hat man schon was gesehen, wo ich mir dann auch wieder gedacht habe, oh mein Gott, was ist da jetzt los? Und ja, das war total spannend. Und ja, jetzt freue ich mich schon sehr auf den zweiten Band. Mal sehen, wann der rauskommt. Jo, dann ging es weiter mit Liar Game. Der 10. Band ist rausgekommen. Und ja, war wie immer sehr spannend, sehr genial und immer noch ein hässlicher Zeichenstil. Aber okay, ja, es ging halt mit dem Spiel von letzten Band weiter und dann hat am Ende noch ein neues angefangen, das ich jetzt cooler fand. Also das vom letzten Band hat mir nicht so doll gefallen. Aber ja, es verläuft halt immer nach dem gleichen Muster, aber es bleibt trotzdem immer spannend und ja, sehr schön. Ja, dann ging auch mal eine Reihe weiter, die ja schon sehr lange läuft und bei der es immer Ewigkeiten dauert, bis ein neuer Band rauskommt. Zu der habe ich auch schon eine Review gemacht und zwar Loveless kam Band 12 raus und das ist der zweite, den ich diesen Monat nicht gelesen habe, also nur die zwei. Beelzebub war ja der eine und ja, halt auch, weil es so unendlich lange her ist, dass Band 11 rauskam und auch bei Band 11 musste ich schon, ja, kam viel zu mir schwer in die Story wieder reinzukommen. Und da muss ich jetzt auch mal gucken, weil es dauert ja immer sehr lange. Aber der Zeichenstil ist wunderschön und soweit ich dann auch weiß, wo wir letztes Mal stehen geblieben waren, werde ich dann ja den auch lesen. Und ja, die Story ist ja eh ganz toll. Und ja, wer ihn nicht hat, kauft ihn euch. Der ist toll, auch wenn es lange dauert, aber es lohnt sich. Ja, so, dann mache ich mal weiter mit Kasee, würde ich sagen, ja. Sind auch nur drei Stück. Und zwar einmal Blue Exorcist Band 12 mit diesem echt schönen Cover. Das gefällt mir sehr gut. Die Farbseite natürlich, wie immer, unspektakulär. Und ja, da kamen jetzt auch einige neue Sachen ans Licht, von denen, die ich niemals erwartet hatte. Ich war so geschockt. Ich so, was? Nein, das kann nicht sein. Dieser Band, es war echt, also was da alles so Neues ans Licht kam. Aber man ist sich da ja auch nicht so ganz sicher mit manchen Sachen. Und da war ich auch ziemlich verwirrt. Und dann hat man ja die Hintergrundgeschichte von ihr, den Namen vergessen. Wie heißt die? Irgendwas mit T vielleicht? Ja, weiß nicht mehr genau. Jedenfalls hat man ihre Hintergrundgeschichte erfahren, die ich auch echt toll fand. Und wie das jetzt alles mit dem anderen in Verbindung steht und so. Und oh, ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Aber es dauert da ja auch immer so ein bisschen. Aber naja. Mal sehen, ich freue mich schon. Ja, ja. So, dann ging es auch weiter mit was, und zwar Band 10 von Heimliche Blicke. Ja, da spitzen sich jetzt so einige Sachen zu. Ja, allerhand ist passiert. Ich weiß auch nicht, ich kann jetzt auch nicht reinblättern. Ja, es ist wieder allerhand passiert. Es läuft halt immer mehr aufs Finale hinaus, sag ich mal. Und ich bin auch schon gespannt, wie es dann endet. Und ja, ich bin etwas verwirrt auch davon, also wie die Charaktere handeln und ich glaube, die sind auch ganz schön verwirrt im Moment und ja, komische Sache, naja. Da freue ich mich dann auch schon auf Band 11. So, und dann habe ich mir auch noch einen ja, neuen Band, ich habe zu viele Reihen wieder angefangen, ich wollte eigentlich nichts anfangen, aber naja, obwohl ich habe eigentlich nur zwei angefangen oder so, nein, drei doch, naja. Ja, jedenfalls habe ich mir Übelblatt Band 0 gekauft, ja, erstmal die Farbseite. Ja, und auf den war ich ja auch sehr gespannt. Ich wusste erst nicht, ob ich mir kaufen soll. Das Cover hat mich sehr angesprochen, aber in der Preview war ja leider keine Leseprobe, da es ja angeblich so schlimm und verstörend wäre oder was weiß ich, warum man keine abdrucken konnte. Und ja, okay, es kommt viel Blut vor und so, ja, halt in diesem Zeitalter, wo das da auch spielt. Aber ich liebe dieses Zeitalter einfach, also ja, mit Schwertern und so. Und ach, das gefällt mir alles so gut. Der Manga hat mir so gut gefallen. Und das ist ja jetzt eher so das Prequel oder so davor, weil halt bald null. Und ich hoffe wirklich sehr, dass kein
Zeitsprung kommt. Weil ich will, dass er so jung bleibt, sag ich mal. Ich finde den voll gut so. Ich will jetzt nicht, dass der dann irgendwie so alt wird oder so. Keine Ahnung. Aber ja. Ich war auch teilweise verwirrt beim Lesen, weil das ja alles schon etwas verworren ist. Aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mag den Hauptcharakter sehr. Er ist einfach nur cool. Er ist einfach nur cool. Und ja, der hat mir im Allgemeinen sehr gut gefallen. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Der ist einfach toll. Ihr müsst ihn euch alle kaufen. Ja, ich freue mich unglaublich auf Band 1 dann, ja, nicht Band 2. Und ja, und nachdem man dann auch erfahren hat, was es alles auf sich hat mit ihm, quasi seine Hintergrundgeschichte, wie man es nennen kann, und was halt davor passiert ist und was wirklich passiert ist, fand ich auch sehr überraschend und sehr cool, ja. So, das war es auch mit Kase. Dann zum letzten, und zwar Carlsen. Da kam dann Band 4 von Rock Lee raus. Ja, der dritte war ja auch schon etwas her. Ja, der war wieder ganz nett. Ich finde, die Reihe hat ein bisschen nachgelassen. Aber vielleicht ist es einfach, weil man sich jetzt dran gewöhnt hat oder so. Keine Ahnung. Ich fand es wieder lustig, aber... Ja, es ging. Aber doch sehr nett, ja. Ja, ja. Rock Lee. Eine lustige Reihe. Und ich meine, der kostet ja nur 5 Euro. Finde ich in Ordnung. Ja, dann ebenfalls der vierte Band von Attack on Titan, aber ich glaube, von dem hatte ich ja auch schon in meinem letzten Gelesen-Update und so geredet. Ja, der war auch wieder toll, hat halt der Vorlage gefolgt, allerdings kam jetzt wieder so ein Zeitsprung, wo dann auch die Trainingszeit gezeigt wurde, was ich sehr cool fand, dass man die da nicht ausgelassen hat, weil ich dachte, die wurde ausgelassen oder so. Und ja, wie immer cool und ja, es kommt jetzt auch mit dem fünften Band dann eine Box raus, was ich mega cool finden. Also endlich hat mal ein Verlag getaggt, wie man anständig Boxen rausbringt. Nicht einfach dann später alle Mangas in einer Box rausbringen, sodass die, die sich vorher gekauft haben, gearscht haben. Nee, man bringt den mit die Box mit dem fünften Band raus. Das fand ich sehr cool, als ich das gehört habe. Und ja, da freue ich mich dann schon auf die Box. Ja, die werde ich mir sehr wahrscheinlich holen. Ja, dann, ich glaube, den habe ich noch nicht gezeigt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich zeige ihn dann einfach, Band 2 von March Story, den hatte ich ja bei dem Gewinnspiel von Just a Muffin gewonnen und ja, den habe ich natürlich auch noch nicht gelesen. Ich habe zwar schon Band 1, aber ich will die Serie erstmal vollständig haben, bevor ich den lese, weil die hat ja nur 5 Bände und dann würde ich das gerne in einem Rutsch durchlesen und ja, da freue ich mich auch schon sehr, wenn es dann endlich mal soweit ist. Ja, das war es jetzt erstmal von den Mangas, dann habe ich noch eine spezielle Sache und ach ja, vorher noch... Die Animania, ja, das Poster dazu müsstet ihr schon gesehen haben, das habe ich bei meinem Gewinnspiel gezeigt, also das gehört zu den Gewinnen dazu. Und ja, die Animania, was soll man dazu sagen, habe ich abonniert und so, dann hätte ich hier noch etwas Spezielles, das diesen Monat rauskam, worüber ich mich riesig gefreut habe. Und zwar das Artbook zu Verliebter Tyrann. Oh, es ist so schön. Es kam ja in der gleichen Aufmachung raus wie das zu Kleiner Schmetterling. Es war ja auch hier so mit diesem Gold hier. Und dass es dann so schön schimmert. Und sie hat ja auch extra ein neues Cover dafür gezeichnet. Und es ist so wunderschön. Und hier innen ist dann auch wieder, ja, wie soll ich sagen, dieses hier. Da kann man so ein bisschen durchschauen. Und bei... Kleiner Schmetterling war es ja in rosa und hier ist jetzt in grün und ja, ich kann mal ein bisschen reinblättern. Ach, das hat mich so gefreut, dieses Artbook, das ist so schön. Ich hatte ja auch extra dafür ein bisschen gespart. Demnächst kommt ja auch noch das von Stupid Story raus, oder wann das war. Es wurde ja jetzt verschoben, ich glaube im Januar oder so. Sollte ja dann doch eigentlich Dezember oder... Oh, mein Hals ist gerade voll. Oh, Entschuldigung. Ja, und... Also wenn ihr Näheres zu dem Artbook sehen wollt, könnt ihr das auch in die Kommentare schreiben. Ich wollte ja eigentlich auch so eine Artbook-Review zu Kleiner Schmetterling machen, aber ja, irgendwie habe ich das verpeilt. Ja. Oh, meine Stimme ist gerade voll. Oh, Entschuldigung. Naja, ja, das war's von diesem Artbook. Oh, ist so schön und matt und ja. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ich wollte euch zum Schluss nur noch mal wieder ein paar Zeichnungen zeigen. Ich dachte, ich mache das dann immer so in einem. Wenn ich das Update mache, kann ich auch so ein kleines Zeichen-Update machen. Und, oh, was ist mit meiner Stimme los? Ja, oh, Mensch, ey. Ich muss mal einen kleinen Cut machen. Ah, so, jetzt habe ich mal was getrunken. Ich hoffe, das reicht jetzt für die letzten paar Minuten, Mann.
Ja, also erstmal ein Bild, das war eine Auftragszeichnung für die liebe Lisa Mir. Ich glaube schon, ja. Ja, ich hatte ja gesagt, ich zeige das hier kurz. Und ja, von Zorro. Und ich hoffe, dir gefällt das Bild. Und ja, ein Bild von Zorro. Den wollte ich eh mal zeichnen. Hatte ich irgendwie Lust zu. In letzter Zeit bin ich auf dem One Piece Hype, ja. So, und dann hatte ich ein Anime abgeschlossen und dann musste ich auch gleich ein Bild dazu malen. Und zwar von Dramatical Murder, Noise. Und ja, der Anime war ganz nett. Und ja, dann habe ich den mal gezeichnet, weil es mein Lieblingscharakter war. Ja, so, das war es dann von meinem Update. Ich werde wahrscheinlich zwei Parts draus machen müssen, da es länger als 15 Minuten ist. Und ja, werdet ihr dann eh sehen. Und...